Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zum neuen Battlefield 3 Commentary. Wir spielen heute Team Deathmatch auf der Map Noscha-Kanäle und ja, das ist ja wirklich eine richtig kreative Kombination aus Spielmodus und Map. Hat man in der Form ja noch nie auf YouTube Gameplays gesehen. Ja. Dafür ist aber heute, und das möchte ich behaupten, die Klassenkombination besonders kreativ, denn ich meine, guckt euch einfach die Scheiße an. Es ist einfach ein fucking 870 MCS Schrotflinten-Repetiergewehr mit einem 8x Zoom-Zielfernrohr drauf. Wie geil ist das denn bitte? Wenn ich jetzt noch die Frag Rounds, also die Explosivmunition freigeschaltet hätte, dann hätte ich die auch noch draufgeschraubt und dann hätte ich einfach die motherfucking männlichste Klasse des ganzen Spiels mitgehabt, Mann. Dann auch die Magnum, einfach eine richtig geile Präzisionswaffe, einfach ein Revolver für echte Männer, für richtige Wikinger. Und deswegen nenne ich es hier auch das Wikinger-Schrotflinten-Setup. Ich hätte natürlich theoretisch Slug-Munition drauf machen können. Die hatte ich nämlich freigeschaltet zu dem Zeitpunkt. Dann wäre es eine richtige Sniper-Rifle geworden. Aber ich dachte mir, auf einer Map wie Noscha-Kanäle willst du im Nahkampf auch noch kompetent sein. Und durch Schüsse wie diesem hier, sieht man, auch auf lange Distanz, auch mit der normalen Munition, geht trotzdem, ne? Die Klasse ist auf jeden Fall komplett nochmal in der Beschreibung für alle, die jetzt Trittbrettfahrer-mäßig auch mal diese richtig witzige und einfach geil zu spielende Klasse ausprobieren wollen. Denn ich finde, es macht einfach Spaß, mal das Spiel nicht ganz so ernst zu nehmen und mit sowas rumzuspielen. Ja, Battlefield 3 Nostalgie, das ist der Titel dieses Videos und eben diese Battlefield 3 Nostalgie, die herrscht im Moment, gerade durch die letzten Battlefield 4 Patches, sind die Kritiker wieder laut geworden. Second Assault ist für die PlayStation und für den PC immer noch nicht angekündigt. Stattdessen versuchen die Entwickler gerade durch Patches das Spiel überhaupt auf einen spielbaren Zustand zu bringen. Und viele Leute sagen, DICE hat es sich mit Battlefield 4 einfach wirklich versaut. Und auch wenn ich persönlich das nicht so extrem unbedingt sagen würde, muss ich doch eingestehen, dass Battlefield 4 sehr, sehr viele Probleme hat, die einfach nicht zu übersehen sind, die den Spielspaß trüben und die Battlefield 3, was ist das denn für eine Zahl? Drolf, Zwünf und Drier. Egal, dass die Battlefield 3 eindeutig besser gemacht hat. Und ich habe vor Release von Battlefield 4 prophezeit, dass es so sein wird, dass Battlefield 4 im Grunde ein Ersatz für Battlefield 3 ist. Eine, wie es eigentlich ja sein sollte, eine Erweiterung des Spiels. Quasi Battlefield 3, aber mit Neuerungen und vielleicht sogar in ein bisschen besser. Denn auch Battlefield 3, so wie jedes Spiel eigentlich heutzutage, hatte natürlich in gewisser Form auch Probleme, aber bei weitem nicht so viele wie Battlefield 4. Und da fragt man sich doch, warum macht DICE diesen Rückschritt? Da gibt es auch in dieser Form noch interessante News. Vor einigen Monaten gab es ja die News, dass die Server-Tick-Rates offiziell preisgegeben worden sind, die bei, ich glaube, es waren 10 Hertz lagen, was verdammt scheiße ist im Vergleich zu anderen Spielen. Ich glaube, das ist etwa ein Zehntel von dem, auf was so normalerweise Counter-Strike-Server oder so laufen. Und wer sich dafür interessiert, wieso der technische Hintergrund von Server-Tick-Rates ist und was das mit den Problemen von Battlefield 4 zu tun hat, den verlinke ich jetzt oben links ein Video mal wieder von Simon von The Turtle Tubes. Der macht immer diese technischen Videos sehr, sehr gut. Deswegen empfehle ich den auch immer weiter in dieser Hinsicht. Da könnt ihr so ein bisschen den technischen Hintergrund erfahren. Aber selbst die Leute, die das Ganze jetzt nicht interessiert, für die kann ich einfach kurz zusammenfassen. Die Server-Tick-Rates sind quasi die Wurzel allen Bösen. Vielleicht nicht allen, aber sie sind verantwortlich für sehr viele Probleme und vor allem die Grundsatzprobleme des Spiels. Und das ist einfach die Hit-Detection und die Netzwerkstabilität und die Netzwerkstruktur. Und auch interessante News, wie ich finde, da wollte ich eigentlich jetzt drauf zu sprechen kommen. Jetzt hat wieder ein Reddit-User bei der ganzen Panik der Easter Egg-Suche und so weiter eindeutige Hinweise in den Spieldateien wieder mal gefunden, dass für China Rising das DLC, was ja jetzt letztens rausgekommen ist und was sehr in Verruf geraten ist, weil es keinerlei Levolution-Elemente enthalten hat, dass dort in den Spieldateien in der Tat grundsätzlich die Dateien da waren, um solche Levolution-Elemente einzubauen. Es gab durchaus Dateien, die Sandstürme und Schneestürme und so weiter eigentlich auf diesen Maps einrichten sollen. Und zu diesem Zeitpunkt weiß man jetzt nicht, was DICE dazu bewegt hat, diese komplett wieder aus dem Map-Pack raus zu entfernen. Aber die Vermutung, nach all dem, was wir in letzter Zeit gehört haben von der Marketingpolitik von Battlefield 4, liegt nahe, dass irgendwie dort EA insofern ja ihre Finger im Spiel hat, als dass sie ein Release-Date gepusht haben, DICE zu wenig Zeit hatte und letztendlich irgendwo Abstriche machen musste. Und das war eben nicht nur bei den Grundsatzproblemen dieses Spiels, sondern offensichtlich dann auch bei zum Beispiel den Levolution-Elementen der Map-Packs.
Und das finde ich persönlich einfach nur traurig. Aber bevor es weitergehen soll, hier einfach eine richtig geile Szene, die euch zeigt, wie geil man diese Klasse einfach spielen kann. Hier gerade den Teammate noch reviven und jetzt einfach Geronimo! Bam, der Erste. Ja, dann lege ich mich wieder hin, wird revived. Besten Dank, der Zweite. Und bam, der Dritte. Und dann hier um die Ecke und bam, der Vierte. Und da hinten ist der Fünfte und den kriege ich leider nicht. Ich weiß nicht, warum das kein Headshot gewesen sein soll, aber hey, ein fucking Quad-Feed, einfach so mit der Shotgun. Es macht einfach verdammt viel Spaß, dieser Klasse zu spielen. An dieser Stelle nochmal auf jeden Fall die Empfehlung, diese Klasse aus der Beschreibung abzuschreiben und nachzuahmen. Macht einfach richtig viel Fun, wenn man weiß, wie man damit spielt. Aber, wie ich schon sagte, Battlefield 4, teilweise Levolution-Elemente, die komplett wieder aus dem Spiel rausgenommen sind. Und die Vermutung liegt nahe, dass das eben daran liegt, dass die Entwickler zu wenig Zeit hatten, beziehungsweise in irgendeiner Form Abstriche machen mussten, um das Spiel überhaupt mal ans Laufen zu bekommen, sozusagen auf dem Endsystem. Auch, und das, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, der aber thematisch auch irgendwie ein bisschen da reinpasst, Tom Clancy's The Division, ein Spiel, was extrem hoch erwartet, auch ja von mir ist, ich habe ja mein Top 5 Games Video letztens rausgehauen, auch das oben links verlinkt. Boah, heute habe ich schon 3 Videos verlinkt. Ich bin der Hammer. ein Spiel, was ich extrem erwarte, was die ganze Gaming-Community extrem erwartet hat, was eigentlich Herbst 2014 rauskommen sollte. Dieses wurde jetzt auch verschoben, beziehungsweise noch nicht offiziell. Offiziell wird es vom Publisher Ubisoft noch ein bisschen totgeschwiegen, aber ein Entwickler hat gesagt, das Spiel ist bei weitem nicht fertig und wird auch nicht im Herbst 2014 fertig sein. Das heißt, es ist zu erwarten, dass ähnlich wie Watch Dogs auch Tom Clancy's The Division nach hinten verschoben wird in das Jahr 2015. Und das ist natürlich auch wieder sehr traurige Neuigkeiten für alle Gamer, die sich so sehr auf das Spiel gefreut haben, unter anderem zum Beispiel mich, aber auch wieder ein Zeichen. Hier hat auch wieder der Publisher Ubisoft über die Köpfe hinweg von dem Entwickler, also dem Entwicklerteam von Tom Clancy, dem Entwicklerstudio, ein völlig unrealistisches Datum gesetzt und zwingt im Grunde die Entwickler im Zweifel auch ein unfertiges Produkt wieder rauszubringen, um sich dann danach nachträglich in Patches zu retten. Zu diesem Thema habe ich übrigens ein Dual-Commentary gemacht, was auch der Grund ist, warum ich jetzt an dieser Stelle nicht so weit auf dieses Thema weiter eingehen will. Es gibt ein Dual-Commentary von mir und Cynex auf dem Kanal von Cynex, das ja diese Neuigkeiten über Tom Clancy's The Division als Aufhänger nimmt, aber generell sprechen wir über die ganze Thematik im Sinne von Entwickler unter Zeitdruck, das Verhältnis zwischen Publishern und Entwicklern. Es ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen, zeigt sehr gebündelt alle Informationen, die wir im Grunde haben und die Gedanken, die Cynex und ich dazu haben, und dort könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren schön an der Diskussion teilnehmen. Aber ja, das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Battlefield 3 Nostalgie. Mich zieht es immer wieder zu diesem Spiel zurück und das ist eigentlich etwas, was man nicht unbedingt erwarten würde, wenn man darüber nachdenkt. Battlefield 4 soll eigentlich der Nachfolger von Battlefield 3 sein. Aber es gibt eben viele Dinge, die zu kritisieren sind und das muss jeder zugeben, auch jeder, der vielleicht ein Fan von dem Spiel ist, und das bin ich ja vom Grundsatz eigentlich auch. Und deswegen können wir einfach nur hoffen, denn im Grunde haben wir ja das Geld schon da rein investiert, können wir einfach nur hoffen, dass es irgendwann nochmal den Zeitpunkt gibt, wodurch Patches dieses Spiel einen wirklich gut spielbaren Zustand erreicht. Allerdings sind wirklich die Server-Tick-Rates ja eigentlich ein Grundsatzproblem, was zuerst gelöst werden muss, bevor alles andere interne gepatcht werden kann, sozusagen. Und bevor das nicht passiert ist, wird sich auch an der Spielbarkeit dieses Spiels nicht viel ändern. Das sind leider die traurigen News. Und da bleibt zu erwarten, ob DICE überhaupt die Macht hat, im Grunde aus diesem Spiel dann immer noch ein spielbares Spiel zu machen mit ordentlichen Server-Tick-Rates, denn es ist natürlich eine Änderung der Infrastruktur, die sehr weit reingreift und sehr viel kostet, und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ja, in den Kommentaren könnt ihr reinschreiben, was ihr von der ganzen Thematik haltet, was ich heute angesprochen habe. Das heute war mal wieder ein Freestyle-Commentary, sprich ein Commentary ohne Skript, wo ich einfach nur mir von der Seele geredet habe, was mir spontan so einfach zu dem Thema einfällt. Ich hoffe, sowohl Gameplay als auch Commentary haben euch gefallen, ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Anti.